Herzlich willkommen und grüße euch miteinander heute aus der Stadt Schaffhausen. Eine wunderschöne Stadt am Hochrhein und Schaffhausen, die es ein bisschen kennen, die wissen natürlich, Schaffhausen ist der Hauptort vom Kanton Schaffhausen. 36'000 Leute leben hier und von 36'000 Leuten, glaube ich, werden wir irgendeine spannende Geschichte finden. Schaffhausen übrigens auch bekannt durch die schönen Gassen, durch die schönen Erker, die Häuser haben und natürlich einerseits auch durch die extrem teuren Uhren, die hier produziert werden, durch das Casino, aber eins, das jeder kennt, das ist das Liedli vom Munot-Glöckli. Und ich habe es auswendig gelernt, das Lied, damit ich heute mit meinen Gästen das Lied ganz bestimmt mal singen kann. Der Refrain ist Bim Bim Bam Bim Bim Bim. Also den kann ich intus. Und jetzt schauen wir, was wir für spannende Leute in diesem Schaffhausen finden. Einfach nur Mensch. Was habt ihr heute vor? Wir haben einen Banktermin. Kaufe ich dir ein Haus? Wir sind eine gewisse Optionen überlegen. Wow, das klingt nach ganz intensiver Familienplanung, oder? Kann man so sagen, ja. Ist das die Tochter oder der Sohn? Der Sohn. Der Sohn. Und baut ihr ein Haus für euren Sohn? Für unsere Familie vielleicht. Das ist ja noch offen, ob man baut oder kauft oder nicht. Oder, ja. Was löst denn das aus, dass man als Familie so ein Bedürfnis hat, ein Haus zu haben oder eine Wohnung zu haben, zu besitzen? Ja, man hat ein Zuhause, wo einem gehört, wo man selber bestimmen kann, was man macht, wo man investiert und wo nicht. Und ja, und dann ist es finanziell noch spannend, je nachdem. Also es ist so ein wie ein Nestchen bauen, oder, als Familie? Schon auch, ja. Genau. Was ist denn so euer Ziel, wenn ihr das Haus habt oder die Wohnung habt, wenn ihr die gekauft habt? Was gibt euch denn das? Das Zuhause, ja. Also, hat das mit Sicherheit zu tun? Jein. Es ist auch Unsicherheit auf eine Art. Für die Frau mehr oder für den Mann? Weiss nicht. Ja. Für beide eigentlich, ja. Also, ja, ein Stück weit. Nicht mehr müssen zügeln auch irgendwo. Mhm. Also, ja. Aber jetzt seid ihr unterwegs, beide zusammen, oder? Auf einen Banktermin. Da geht es um viel Geld. Und das ist etwas, was der Schweizer, glaube ich, grundsätzlich nicht wahnsinnig gerne hat. Schulden, oder? Was sind jetzt so Gedanken, die euch durch den Kopf gehen, wenn ihr jetzt zur Bank lauft und denkt, ich weiß nicht, vielleicht reden wir von einer Million, ein Haus, das ist ja heute relativ schnell gemacht. Was ist das da für ein Bauchgefühl? Ich glaube, das ist der Teil Unsicherheit in diesem Projekt, in die finanziellen Verpflichtungen. Mhm. Ja, da ist das andere Sicherheit, man hat ein Haus, das einem gehört, das man selber bestimmen kann. Aber eben die Unsicherheit, man hat dann viel Schulden und kann man sich das noch leisten die ganze Zeit. Ja, das ist der Teil Unsicherheit, denke ich auch. Wie viel habt ihr jetzt miteinander diskutiert so für den Entscheid, Haus kaufen oder doch nicht kaufen? Was hat das so ausgelöst bei euch beiden? Ja, schon viele Diskussionen. Also Diskussionen im Positiven eigentlich, aber gleich. Es sind viele Faktoren, die halt zusammenspielen und wo ja, abwägen halt, für was dass man sich dann schlussendlich entscheidet. Mhm. Oder so ein Wer ist denn von euch beiden so ein bisschen euphorischer, der sagt, komm jetzt, das machen wir. Ein Haus, jetzt haben wir schon ein Kind, das gehört doch jetzt noch dazu. Oder wer von euch ist eher die oder der sagt, ja, aber weißt, ist es nicht noch ein bisschen früh, wollen wir nicht noch ein bisschen warten, wollen wir nicht noch ein bisschen schauen, wie sich alles entwickelt? Nein, ich glaube, wenn, dort sind wir uns eher einig eigentlich, wenn wir etwas machen, dann jetzt oder jetzt, dann in den nächsten paar Jahren und nicht erst, wenn die Kinder schon bald ausziehen. Also dann brauche ich kein Haus mehr. Und doch vom Euphorischsein her habe ich das Gefühl, sind wir eher ähnlich. Also wir sind beide eher am Abwägen, am Diskutieren. Wobei, es ist schon noch in sehr frühen Phase. Ja, wir machen uns nur Gedanken, wenn jetzt eben die Möglichkeiten ausloten. Und darum sind jetzt so die wirklichen grossen Entscheidungen, es stehen noch gar nicht an. Gut, lasst uns miteinander einen Check machen. Wir haben unendlich viel Geld. Für euch zur Verfügung. Es spielt keine Rolle, was das Haus würde kosten oder die Wohnung. Wie würde die Wohnung für euch aussehen, das Haus? Ein altes, schön ausgebautes Bauernhaus. Wäre für mich so
ja, nicht ein Neubau eigentlich. Und das Lieblingszimmer? Stuben-Esszimmer. Gut, jetzt machen wir noch den Check mit dem Mann. Ohne herzuhören und ohne zu kopieren, wie sieht es denn bei euch aus? Auch ein altes, schön umgebautes Haus, das kostet meistens viel. Ja, Lieblingsraum auch gemütliche Stube mit einem schönen Kachelofen drin, wo einem warm geht. Mhm. Da tut natürlich ein Herz von einem Berner blüht auf, Kachelofen, oder? Warum ist euch beiden das Zimmer so wichtig, das Wohnzimmer so richtig, Esszimmer? Warum ist das schon bei beiden identisch? Warum ist genau das wichtig? Wie man dort lebt. Dort verbringen wir Zeit, spielen die Kinder auch. Je nachdem, man kann Besuch empfangen dort. Ja. Jetzt habe ich Kinder schon gehört, die Mehrzahl. Sind in der Familienplanung mehrere Kinder gewünscht? Es sind zwei rum. Ah, es sind schon zwei? Ah, das ist jetzt nur das Kleinste oder mitnehmen. Okay, gut. Okay. Und ist das abgeschlossen, zwei Kinder? Das ist noch in Diskussion. Genau. Noch nicht fertig. Wie viel würdet ihr jetzt sagen? Wir wissen noch nicht. Und da tue ich mich auch nicht äußern dazu, wie viele Kinder es gibt. Gut, je nach Bankentscheid wahrscheinlich, oder? Wenn es das grosse Bauernhaus ist mit 12 Zimmern, dann wahrscheinlich eher noch mehr, das ist noch nicht abgeschlossen. Und wenn es ein kleines Häuschen ist mit 2 Zimmern, dann würde ich das wahrscheinlich langsam mal bremsen. Genau. Wenn ihr vorschaut, die 10 Jahre, wo steht ihr beide? Wo wünscht ihr euch zu stehen? Vielleicht muss ich es so fragen. In welchem Bereich? Also im Bereich Haus oder? Leben. Haus. Stimmen. Ja, am liebsten eigentlich dort, in dem Ort, wo wir bis jetzt wohnen. Irgendetwas haben, Kind schon etwas grösser. Beruflich vielleicht im Geschäft vom Vater etwas mehr drin oder allenfalls auch übernommen. Ja, genau. Dann sicher hoffen wir, dass wir immer noch zusammen sind. Vielleicht wieder etwas mehr Zeit füreinander haben, miteinander haben. Ja, genau. Ist das heute so ein Thema in diesem Moment? Habt ihr zu wenig Zeit für einen Hang im Moment? Man kann immer mehr haben, aber ja, es wäre schon schön, ab und zu, wenn man sonst keine Verpflichtungen hat oder weniger, dass man mehr Zeit füreinander hat. Aber ja, man will ja sonst noch gewisse Prioritäten hat man noch im Leben, die man auch wahrnehmen will. Ja. Gut. Damit euer Banktermin nicht platzt, noch eine letzte Frage habe ich. Zwei Kinder habt ihr im Moment, vielleicht werden es noch ein paar mehr, vielleicht bleibt es bei diesem Stand. Was hat sich aber grundlegend in eurem Leben verändert, seit ihr Kinder habt? Oh. Es dreht sich nicht nur um uns zwei. Ja, es ist etwas Drittes dazugekommen. Also ist schön, aber es dreht sich dann vieles auch um Kind oder ist von ihnen abhängig. Das heisst nicht, dass man keine Zeit hat mehr füreinander, aber es ist intensiv, aber schön. Es gibt ja Leute, die sagen, es verändert sich nichts, wenn man ein Kind hat. Würdet ihr das unterschreiben? Überhaupt nicht. Wenn sich nichts ändern würde, dann finde ich, ist etwas falsch gelaufen. Mhm. Ja, weil es ist ein wichtiger Teil des Lebens, die Kinder, und da ja, da will ich auch mehr Zeit nehmen für die Kinder und das heisst, es verändert auch viel. Mhm. Ja. Wann habt ihr beide das letzte Mal so richtig Zeit gehabt, dass ihr wirklich nur, ihr beide, euch geküsst habt, euch umarmt habt? Einfach nur wir zwei. Wann war das? Oh, keine Ahnung. Nein. Letzte Freitag sicher, ja. Gut, vielleicht so als Abschluss. Können wir die Szene noch haben, die ihr euch umarmt und küsst, weil das so seltene Momente sind im Leben. Das wäre schön. Einfach nur Mensch! Also, und hier im Restaurant in Schaffhausen hat es drei junge Ladies. Ich persönlich vermute ja, dass die Schule schwänzen, aber wir gehen schauen, was sie wirklich vorhaben. Grüß dich miteinander. Warum habt ihr so lange Mittag? Wir haben heute schulfrei, also wir haben am Morgen Schule gehabt und jetzt haben wir frei. Ist es nicht eher so, dass die Schule schwänzt heute Nachmittag? Nein, gar nicht. Es sind Fachgespräche und wir haben die alle gestern schon gehabt. Okay, was mache ich denn für eine Schule?
Die höhere Fachschule Pflege. Pflege? Ui, was ist das Schlimmste, was mit Pflege passieren kann? Oh, das ist noch schwierig, habt ihr eine Idee? Ich weiss nicht, wenn ganz viele Ärzte kommen und eine grosse Visite ist und wir werden beobachtet und alle Augen sind auf uns und dann passiert irgendetwas Unangenehmes oder etwas Komisches. Ja, das ist ziemlich unangenehm. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich wäre in Pflege bei euch, irgendwie, dann könnte ich mir ganz viele Sachen vorstellen, die mir als Patient sehr peinlich wären, wenn ihr mich würdet pflegen. Was sind denn so die peinlichsten Sachen, die euch schon passiert sind? Also so richtig peinlich kann ich jetzt nicht sagen, wo etwas passiert ist. Man merkt einfach, wenn einem Patienten etwas unangenehm ist, jetzt gerade wenn wir mal intim waschen, das merkt man, aber dann, ich glaube, da kommt man mit den Jahren auch die Erfahrung, wie man mit dem umgehen kann und darum, ja, kann ich jetzt nicht sagen, ich habe wirklich eine markante, peinliche Situation mal erlebt. Mhm. Genau. Machst du dich besinnen, wo du deine erste, ich sage es jetzt halt auch so, deine erste intime Wäsche hast müssen machen? Wie war das für dich gewesen? Ja, schon sehr komisch, dass man plötzlich da jemanden im Intimbereich auch berührt und so, aber ich bin gut betreut worden und ja, mit jedem Mal geht es einfach ein bisschen besser. Klar sollte man nicht so die Empfindlichkeit so verlieren für diese Situation, aber es war speziell am Anfang, muss ich sagen. Ja. Pflegeberuf ist ja wahrscheinlich nicht unbedingt ein Beruf, wo man jetzt extrem viel Raum und Air überkommt. Ich sage es jetzt mal so, wahrscheinlich wird man nicht wahnsinnig reich mit diesem Beruf. Was hat euch denn so bewegt, das zu lernen, euch dort auszubilden? Einfach ein Helfen in anderen Menschen. Und für mich ist etwas sehr wichtig, dass ich mit anderen Menschen zusammenarbeiten kann. Und darum arbeite ich in der Pflege. Ich könnte mir keinen anderen Beruf vorstellen. Also es ist eigentlich das Einzige, was ich mir überhaupt vorstellen kann. Ja. Darum, ja, eben mit dem Menschen zusammen. In guten und in schlechten Zeiten eigentlich. Je nach Bereich, wo man auch schafft. Hat man doch ein bisschen die Erwartung, wenn man das jetzt macht, beruflich Menschen pflegt in guten und schlechten Zeiten, wie du das so schön sagst, dass man das dann auch mal selber überkommt? Oder wie mehr einen Anspruch hat, das selber dürfen zu überkommen, irgendwann? Wenn ich jetzt mal im Alter einfach... Ja. Ja, also ich hoffe schon, dass ich irgendwann auch mal gut aufgehoben werde und dass ich dann... ja, gut gepflegt wird, wenn es mal so weit ist oder wenn ich mal ja, Situationen habe, kann ja sicher auch schon, eben, wo ich die Pflege habe, einen Anspruch nehmen. Und darum ja, ich hoffe, dass dann auch weiterhin nachher so gut wird sein. Wenn man jetzt an die Situation denkt, oder wenn man sich muss pflegen muss, da hat man ja viel so ein bisschen klischee-mässig Frauen, Männer im Kopf, die ein bisschen giftig sind, die ein bisschen abgelöscht sind, die einfach das als Job machen. Wie tut ihr euch motivieren, dass ihr sagt, es ist immer wieder ein Mensch, den ich betreue, es ist ein Mensch, der es verdient hat, es ist ein Mensch, es könnte vielleicht auch mal mich treffen. Wie macht ihr das mit dieser Motivation? Ja, also für mich ist das etwas vom Wichtigsten, dass das genau nicht passiert. Weil ich das mega schlimm finde, wenn ich das sehe. Also eben Leute, ich glaube, das sind eher Menschen, die halt schon sehr lange in diesem Beruf arbeiten und hochprozentig. Und eigentlich ist genau das meine Motivation, wenn ich so Menschen sehe, dass ich genau nicht so werden will. Und ich glaube, wenn ich merken würde, dass ich auch so werden würde, dann würde ich auch weniger arbeiten oder schauen, dass ich das ändere. Ja, weil ich das sehr schlimm finde, wenn das passiert. Gibt es da auch Lieblingspatienten, wo man sagt, da habe ich so ins Herz geschlossen? Und warum macht man denn das? Also ich habe mal eine 97-jährige Patientin betreut und da ist einfach von ihr habe ich irgendwie so viel mitnehmen, einfach für mich, weil sie einfach so eine spezielle Persönlichkeit war und ist einfach so eine herzige Person gewesen. Und einfach das sind so die auch Jö-Momente, wo ich einfach ja, sie hat dann auch sich bedankt am Schluss einfach und wahrscheinlich so für immer verabschiedet, weil sie gefunden hat, ja, so lange wird es jetzt auch nicht auf dieser Welt. Und das sind so ein so spezielle Momente. Ein sehr spezieller Moment ist das für mich einfach so. Die Patientin, die bleibt mir, glaube ich, einfach so, weil sie einfach so eine gute Beziehung können zueinander aufbauen irgendwie. Entschuldigung, du sagst es jetzt gerade, es ist eine Beziehung, die man eingeht, oder? Wie macht man es denn? Also Beziehungen, die in die Brüche gehen, die enden, das tut ja auch weh. Wie macht ihr das, wenn ihr eben Patienten habt, die wirklich eine enge Beziehung haben und jetzt sterben die ja halt unweigerlich irgendwann weg? Wie geht man mit dem um?
Also ich habe das Gefühl, am Anfang ist das schwieriger oder vor allem einfach so in den ersten Situationen, wo so etwas passiert, aber mit der Zeit lernt man auch mit dem umgehen und eben das ist schon normal, das ist ein, ja, also das ist der Kreislauf vom Leben und irgendwann lernt man auch mit dem umgehen, ja. Gut, jetzt haben wir auch so ein bisschen schwere Sachen diskutiert miteinander oder darüber geredet. Ich werde jetzt noch so ein paar Sachen wissen, die ihr sagt, leck, dann bin ich heim oben. Und wenn ich das heute noch daran denke oder jemandem erzähle, dann kommen wir aus dem Lachen nicht mehr raus. Gibt es so Situationen, wo ihr sagt, das war so lustig, so herzig, so berührend gewesen? Was sind das so für Situationen? Also ich denke gerade auch, wenn im Team mal lustige Sachen passieren, jetzt nicht nur auf den Patienten bezogen, sondern einfach, wenn man ein gutes Team hat und irgendwie mal einen Spruch macht oder einem Lehrling etwas sagt und ihn wirklich auch ja, verarscht, jetzt blöd gesagt. Und dann können einfach alle nachher darüber lachen und ich finde, das macht einfach ein Team dann auch aus. So Sachen sind da, wo ich mal sagen, da kann ich lachend nach Hause gehen und denke, es war jetzt echt ein cooler Tag mit meinem Team, den ich zusammen geschafft habe. Ja. Gibt es denn so eine Geschichte, wo du sagst, das ist jemand, der neu angefangen hat in der Pflege und das ist unser Running Gag, das machen wir immer wieder. Wer hat so eine Geschichte? Sie hat eine Geschichte im Keller. Wo noch Melanie verschrecken wollten. Aha. Ja, das hat so viel mit der Pflege zu tun. Aber wir haben alle zusammen geschafft, immer, also im Spital. Und einmal war ich im Keller, gewesen, irgendetwas holen. Und dann ist eine Kollegin, die in der Ausbildung ist, und die ist noch recht einfach zum Forschen, ist gekommen und ich wollte sie verschrecken und habe mich hinter so einem grossen Karton versteckt. Und dachte, ja, jetzt kommt sie, weil ich Schritt gehört habe. Und dann bin ich so rausgesprungen und dann war es irgendeine andere Mitarbeiterin, die extern da ist. Und die ist mega verschrocken. Ja, und das war eher peinlich. Und sie ist hinten dran gelaufen und hat es mega lustig gefunden, die ich forschen wollte. Ja, das war lustig. Und über das könnt ihr heute noch lachen. Sehr schön. Ältere Leute hört man auch immer, die haben gerne, wenn man mit ihnen singt, oder? Ja, das ist so. Ja, also. Gerade so das Bauernbübli und so, das ist so etwas, wo man mit den alten Leuten auch mal gerne mitsingt. Also, das sind auch Lieder, die wir ja noch kennen und man merkt, man kann es so weh auf eine andere Art, auf einer anderen Ebene noch mal abholen und so eigentlich auch eine gute Beziehung gestalten, wenn man sich auf so Zeug mit ihnen einlässt. Es ist ja auch ein bisschen eine Zeitreise, die man mit ihnen macht, oder? Ein Lied singen, das sie vielleicht in ihrer Jugend viel gesungen haben. So könnt ihr auch wahrscheinlich ganz, ganz viele schöne Geschichten bei denen wieder produzieren. Ich würde gerne mit euch so zum Abschluss noch das Monatglöckli singen. Kennt ihr das? Ich weiss gar nicht, wie der Text von dem geht. Können wir den organisieren? Moment, ich habe ihn mitgenommen, ich gehe ihn schnell holen. Ich bin gerade wieder bei euch. Das Monatglöckli. Gut, also ich habe mich natürlich vorbereitet, weil wir hier auf Schaffhausen sind und ich dachte, das Lied, das muss eigentlich jeder können. Ich habe nur den ersten Vers aufgeschrieben und das ist der Refrain. Könnt ihr meine Schrift lesen? Ja. Auf des Munuts, kannst du es vielleicht schnell vorlesen für deine Kolleginnen? Auf des Munuts alten Turne, schau hinaus, ich in die Nacht, über die Dächer, über die Giebel, einsam halte ich die Wacht. Und der Refrain? Klinge Monoglöckelein, grüße mir die Liebste mein. Klinge Monoglöckelein, bim bam bim bam bim. Bim. Gut. Wer geht den Ton an, das singen wir zusammen. Jetzt müsst ihr ein bisschen zusammenrücken. Wer geht den Ton an, wer ist so gesanglich? Lea, ja. Lea ist die Beste. Lea? Also, aber wir müssen mitmachen, sonst kann ich dann nicht. Kannst du vielleicht schnell auf des Monats alten Turme, schau hinaus, ich in die Nacht. Über Dächer, über Giebel, einsam halte ich die Wacht. Klinge Monatglöcklein, grüße mir die Liebste mein. Klinge Monatglöcklein, bim bam bim bam bim. Danke mal, dass ihr uns ein bisschen Einblick gegeben habt in euer Herz. Ich tue euch gerne symbolisch, ihr müsst halt teilen miteinander ein Herz überreichen. Das ist übrigens von einem Arbeitsheim in Wangen bei Dübendorf. Das sind Menschen mit geistiger oder körperlicher Beeinträchtigung, die die machen. Also es ist Handarbeit. Wenn ihr jetzt die Möglichkeit habt, ein Wort individuell, jede von euch, in das Herz hineinzubrennen, was würdest du reinbrennen, das für immer so bleiben soll? Hoffnung. Dann Liebe. Liebe. Also Liebe für alle. Sehr schön.
Danke euch vielmals, euch ganz eine gute Zeit und ich bin sicher, ihr werdet ganz, ganz vielen Menschen, die bei euch in Pflege sind, ein Strahlen in die Augen und ins Herz reinbringen. Danke euch vielmals, guten Nachmittag. Ein paar ganz spannende und schöne Geschichten haben wir heute gehört in Schaffhausen. Und wenn ihr jetzt zugelassen habt und sagt, so eine schöne Geschichte habe ich auch, oder ich kenne jemanden mit so einer grossartigen Geschichte, dann bin ich euch sehr dankbar, wenn ihr mir das mitteilt. Ihr könnt mir schreiben an die E-Mail-Adresse social@lukas-schuetz.ch. Die Adresse ist natürlich auch noch unten eingeblendet. Ich freue mich vielleicht schon, euch als nächsten Gast bei mir dürfen zu begrüßen. Das war es von Schaffhausen und ich kann sagen, Schaffhausen, ich habe dich wirklich gern. Oh, wir sind doch